playing with that thing. I've just got to adjust this. Give me the sequence calculations. Now! They're already done. I wonder if it will be raining. Stand by. Herr Hitler! Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Did you find him? Hitler is out of the way. Congratulations, Professor. With Hitler removed... Time will tell. Sooner or later, time will tell. Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt. Und zwar ist das Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Ja, Freunde. Es gibt eine kleine Sache zu sagen. Und zwar eigentlich war ja Destruction Derby Arenas hier geplant. Allerdings, habe ich das Spiel leider nicht zum Laufen gekriegt. Auch nach 2 Wochen nicht. Und deshalb jetzt hier der gute alte Klassiker Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Genau, ja, handelt von der Story, wie ihr sie eben schon gesehen habt. Der Zweite Weltkrieg ist nie passiert. Einstein ist in die Vergangenheit zurückgereist und hat Hitler beseitigt. Finde ich auch sehr interessant, dass da ein deutscher Schnipsel in der englischen Cutscene war. Genau, es ist ein alternatives Weltkriegs-Echtzeit-Strategiespiel. Und ja, genau, ich glaube aber die meisten, die hier zuschauen, kennen das Spiel schon. Und ja, genau, wie gesagt, die Cutscenes sind leider auf Englisch. Das konnte ich nicht mehr ändern, aber die Schrift und alles auf Deutsch und auch im Game, der Ansager und so, ist alles auf Deutsch. Und ja, genau, würde ich sagen. Also ich habe mir die Version von C&C.net runtergeladen. So sieht's aus. Und ja, genau, es ist einer der Klassiker aus dem Jahr 96 und 97 von den guten alten Westwood Studios, die auch Tune gemacht haben im Übrigen. Und ja, den Rest kann ich euch ja im Spiel erklären. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch weiter rumquatschen, mache ich erstmal einen... Ne, mache ich noch nicht. Erst im Game. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal ein neues Spiel. Ja, es gibt... erstmal Schwierigkeitsgrad. Leicht, normal, schwer.
In Anbetracht dessen, dass ich das vor anderthalb Jahren das letzte Mal gespielt habe, ist normal, denke ich mal, schon okay. Genau, dann haben wir hier die Seite. Wie gesagt, alternativer Weltkrieg, da geht es halt um die Allianz, das sind die Alliierten, und die Sowjets, das sind die Russen, so gesagt. Aber die Allianz sind quasi die Guten und die Russen die Bösen. Aber mehr dazu später. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der Allianz an. Sehr schön. Guck mal, erstmal die erste Cutscene. Zwar auf Englisch, aber kriegen wir schon hin. Commander, the last transmission? Oh, 900 hours. Since then, nothing. Perhaps Einstein escaped? Too much to hope for, General. He would have contacted us by now. This is classified. I know. I sent for her. General von Essling, she is a civilian. That's why I don't get killed. Commander, this is Tanya Adams, a professional volunteer. She will work with you on this mission. Somewhere inside this research center, the Soviets hold Albert Einstein. We need him back immediately. Get Tanya inside so she can get Einstein out. Once you have located him, bring him back to your drop-off point for immediate evacuation. Be careful. The base is heavily fortified, but not invincible. Their weakness is power. Black out the base and nothing will stop you. Good luck. Uiuiui, da geht's ja direkt los hier. ja, genau, also, einen Moment mal, ich muss mal gerade hier nochmal ganz kurz die Sounds ein bisschen regulieren, weil die Musik ist sehr laut. Die Musik ist ein bisschen sehr laut und die Sounds können auch mal ein bisschen. So sollte das, glaube ich, besser passen mit der Mucke. Ja, genau, die Typen, die ihr da eben gesehen habt, das sind unsere Einweiser. Das sind zwei Generäle der Alliierten. Der eine, der Star Wars, ist ein Grieche. Und der andere von Essling, wie man wahrscheinlich an dem Akzent gehört hat, ist ein Deutscher. Und genau, die haben uns jetzt hier unseren ersten Auftrag gegeben. Und zwar, wir sollen mit Tanya, das war die Frau, die ihr da gesehen habt. Das ist eine Spezialeinheit. Und genau, das ist die hier. Sind wir hier Tanya, genau. Das ist eine Spezialeinheit, die kann, ja, Infanterie, diese Typen, mit einem Schlag für Kill, genau. Haben hier noch drei Jeeps. Das sind Geländewagen. Alles MG-Einheiten, also in den ersten Level haben wir als Infanterie nur MG-Einheiten. Und, ja, genau, wir sollen Einstein hier aus... Oh Gott, das ist aber sehr langsam mit der Scrollgeschwindigkeit. Das ist immer noch ziemlich lang, ne? Was ist denn hier los? Ich habe das doch alles eben eingestellt. Ah, es ist schon ein bisschen besser jetzt, ja. Das ist gut. Wir sollen mit Tanya Albert Einstein aus dieser Forschungsanlage befreien, weil er da gefangen genommen wurde. Genau, das sind russische Einheiten, die roten. Das sind halt Infanterieeinheiten, wie man es halt kennt. Ja. Und bevor ich das jetzt aber anfange, mache ich als allererstes erstmal einen Aufnahmecheck, um zu sehen, ob das auch alles korrekt aufnimmt. Also bis gleich. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Und ja, alles gut. Also der nimmt hier nach wie vor auf, alles super. Und Auflösung ist auch richtig. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an hier. Also jetzt haben wir hier diese Tanya, die ich euch eben vorgestellt habe. Und jetzt haben wir direkt eine Besonderheit, und zwar seht ihr da diese Fässer. Bei den Fässern ist es so, einer schießt drauf und es passiert eine Explosion. Zack. So, wunderbar. Und, oh Gott, das ist aber sehr langsam hier mit der Scrollgeschwindigkeit. Das muss ich gleich nochmal einstellen. Sekunde. So, das war aber schon richtig eingestellt eigentlich. Ah ja, jetzt geht's, ja, ja. Okay, wie gesagt, wir sollen Einstein aus... diesem Technologiezentrum hier befreien. Dann würde ich sagen, gehen wir das doch einfach mal an. Also müssen wir jetzt hier halt diese Mannequin killen. Also diese normalen Schützen. Oh Gott, hau bloß ab. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. So.
normale MG-Einheiten in der deutschen Version. Ah ja, Signal. Hier ist die Signalrakete. In der normalen deutschen Version sind das Cyborgs. Aus irgendwie copyright-mäßigen oder verbotenen Gründen oder so. Weiß nicht genau, warum das der Cyborg sein soll. Ich glaube, weil damals keine Menschen getötet werden sollten. Was ich ziemlich sinnlos finde, aber gut. Ich speichere das gerade nochmal ab, weil ich habe ja nochmal die Scroll-Geschwindigkeit geändert. Ja, sehr schön. Und, ja, hier sehen wir halt die Jeeps, ne? Fahrzeuge gibt es hier auch. Alles Maschinengewehreinheiten. Es gibt halt Infanterie und Fahrzeuge. Erste Mission und, ja, hier haben wir direkt einen, der schießt hier oben drauf. Und was noch besser ist, schaut mal hier unten. Zack. Da sind vier Schlachtkreuzer, die wahrscheinlich stärksten Einheiten in diesem ganzen Spiel. Sind zum Glück auf unserer Seite, weil die machen jetzt hier nebenbei die Basis platt. Ja, da können wir schon mal zuschauen bei. Ich werde aber nochmal ein bisschen, glaube ich, die Musik nochmal leiser machen. Weil ist doch ein bisschen laut. So, genau. Dann direkt wieder abspeichern. Einsatz gespeichert. Und weiter geht's. Ja, wie gesagt, also alternatives Weltkriegsspiel. Und lass so bloß meine Tanja in Ruhe. Das war ein Grenadier. Das heißt, der wirft Granaten. Und bei dem gibt es einen Nachteil. Und zwar, wenn die explodieren, dann hinterlassen sie einen Flächenschaden. Und das ist nicht von Vorteil. Gibt es allerdings nur auf Seiten der Russen, diese Einheit. Genau, die Roten sind die Russen, ne? Das ist ja logisch und klar. Und dann würde ich sagen, um die Statistik noch mal ein bisschen aufzubessern, nehme ich jetzt mal die Jeeps und mache den Sammler da oben platt. Ja, das hier oben sind Erzsammler. Oder Erztransporter, wie sie hier genannt werden. Die dienen halt dazu, Kohle ranzuschaffen. Ja, hier gibt es ja hier diese wertvollen Mineralien. Dieses Erz. Und dadurch kann man halt den Spaß hier finanzieren, alles aufzubauen. Also das ist halt typische Echtzeitstrategie. Halt das allererste, glaube ich, oder das zweite Echtzeitstrategiespiel überhaupt. Und da traue ich mich erstmal nicht hin. Ey, was willst du denn, ne? Muckst du auf hier, oder was? Nix da. Lass mich in Ruhe deinen Sammler killen. Sowas. Ah! Und schieß, schieß. So. So, der ist gleich kaputt. Ah, und die Mucke ist einfach so geil, ey. Dicke, 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 dicke. Und ja, genau. Würde ich sagen, killen wir noch den letzten Mannequin hier. Die haben ihre Arbeit getan. Und ja, würde ich sagen, haben wir alle gekillt hier. Und da würde ich sagen, so packen wir hier Professor Einstein. Ah, ausgezeichnet. Ja, genau. Packen wir den mal hier am Transporthubschrauber. Und ich denke mal, das wäre es dann auch schon für die erste Mission gewesen. Also die erste Mission ist ja wirklich nur ne? Einführung und so. Und hier hat man halt ne, Gebäude reparieren, Gebäude verkaufen und Weltkarte anzeigen. Einsatz. Und ja, das war's schon mit dem Einsatz. Schauen wir mal. Boah, was für ein Bass. Was für ein Bass. Das hat sich richtig vibriert, mein Headset. So geil war die Szene. Ja, die Schlachtkreuzer haben wir eben in Aktion gesehen und schaut euch das mal an. Wir haben nur zwei Einheiten verloren und die Sowjets 30. Und wir haben kein Gebäude verloren, wir haben 17 Gebäude. Ich nenne mich so. Das ist halt so eine Missionszusammenfassung. Ne? Da steht Führungsqualität, Effizienz 100%, weil wir keine einzige Einheit verloren haben. Und ja, genau. Und ich sage jetzt mal weiter zu einem weiteren Kernelement. Und zwar ist das hier diese Karte. Typische Europakarte. Wie es ausgesehen hätte, wenn der Zweite Weltkrieg nie passiert wäre. Sehr interessant. Und jetzt haben wir halt den Kampf. Allianz Blau. Sowjets bzw. Russland rot. Und unser erster Einsatz beginnt in Polen. So deute ich das. Soviet genau. Aggression has increased tenfold already. We don't have the manpower to fight Stalin's armies on every front. Commander, you did a fine job rescuing Einstein for us. Now,
We are counting on you again. One of the passes we use for a supply route has been blocked by the Reds. A convoy from the 434th is due through in a matter of hours. The supplies they carry are critical to our war efforts. Nikos, what do we have in that area to work with? Not much, and time is against us. You will have to make do. Clear the pass so the convoy can get to safety. Their lives rest in your hands. Go! Ja, genau. Das ist schon die zweite Mission. Wir müssen einen Konvoi hier durchschleusen, der wichtige Kriegsmaterialien durchbringt. Und das war doch eben... Ja, das konnte ich jetzt nicht steuern. Na, ist egal. Das ist der Bauhof. Wichtigstes Gebäude im Spiel. Das braucht man, um... ja, deine Basis aufzubauen. Genau, wir müssen ja Basis aufbauen, Truppen ausbilden, Truppen vernichten, all der Spaß, Geld einsammeln, alles was dazu gehört in einem Echtzeitstrategie. Und ja, genau, also der Typ, der General von Estling. Ah, killt den mal, das ist ein Hund. Ja, sehr schön. Ich glaube, hier kann man auch, ja genau. Der General von Estling ist ganz klar ein Deutscher, weil... wie er gesprochen hat, wie dieses Englisch von dem. Es ist so ähnlich wie Vinita Beta Infrastructure. Typisches Denglisch. Und den killen wir mal, weil der will hier meinen Bau aufplätten. So, da kommen noch mehr Hunde. Kannst du gerne versuchen. Aber das wird nichts. So. Ich habe direkt mal eine Erzraffinerie gebaut, weil es ist am Anfang immer so. Man baut erstmal Raffinerie. Ah ne, erst Bauhof, klar. Kraftwerk, Raffinerie, Kaserne, Waffenfabrik. Also wenn man es hat. Ich mach mal eben die Spielgeschwindigkeit ein bisschen nach oben, damit es ein bisschen schneller geht hier. Und ja genau, ah, freue ich mich auf diesen Teil. Das ist richtig geil, dass ich das nochmal zum Laufen gekriegt habe, dieses Spiel. Schon nice, ja, schon nice. So, die tue ich am besten mal hier oben hin. Direkt in der Nähe von dem Erz. Ah, und wir kriegen ein paar Verstärkungen, ist schon mal ganz gut. Jo, dann machen wir die Kaserne hier hin und dann haben wir noch einen Bunker, können wir bauen. Oh, was macht der denn? Ist der blöd? Geh nochmal da. Nee. Nee, was macht der denn? So, jetzt geh doch mal da hin, Mensch. Da ist doch alles verbarrikadiert da. So, ich stell mal einen Bunker hier hin. So, zack. Das ist Anti-Infanterie-Verteidigung. Sehr effektiv gegen Infanterie. Da werde ich auch direkt mal noch ein paar bauen und noch ein paar Schützen ausbilden. So, genau. Und ja, richtig geiles Spiel. Also, als Kind sehr oft gespielt. Obwohl man es eigentlich nicht spielen sollte. Aber ja. Genau, Command & Conquer Alarmstufe Rot 1. Richtig geil. Oh, hier hatte einer eine Granate draufgeschmissen. Oder nicht so doll. Ich mach nochmal die Scrollgeschwindigkeit ein bisschen hoch. So, ja. So ist es besser. So ist es gut. Gut, was können wir noch bauen? Wir können Erzsilos bauen, weil später kommt eine sehr nervige Meldung. Wir brauchen Silos. Wir brauchen Silos. Ich glaube, wer Command & Conquer kennt, der wird schon wissen, was ich meine. Und das wollen wir nicht. Ah, wir haben wieder Verstärkung. Also wir werden ja... 20 Minuten kommt der Konvoi. Alles klar, dann würde ich mal sagen... beeilen wir uns mal ein bisschen, damit der keine Probleme kriegt. Oh, Energie. Oh, ja, wie gesagt, wir brauchen Energiekraftwerk hier. Ja, also es ist orange, das heißt, es ist nicht mehr genug Energie da, um zum Beispiel Tesla-Spulen auf, auf der Russenseite oder Flachs auf der alliierten Seite zu mit Energie zu versorgen. Also das heißt, sie funktionieren dann einfach nicht mehr. Genau. So, zweite Mission braucht man eigentlich nur Schützen. Mehr braucht man nicht. Weil in der Basis da drin, ich weiß auch schon einfach, wo die ist, ich habe es nämlich schon gespielt. Da gibt es nicht viel anderes außer Cyborgs. Es sind hier keine Cyborgs. Außer Infanterieeinheiten. Genau, so. Dann tun wir mal den nächsten Bunker mal hier hin. Da braucht man hier auch keine Verteidigung mehr. Ich würde sagen, dann können wir den. Na, ich gehe einen erstmal erkunden. Genau, ja. Wichtige in so einem Strategiespiel ist auch immer, ne? Erstmal erkunden fahren. Mit dem Jeep hier.
So, und dann ist die Zeit auch schon gleich auf der Hälfte. Oh, wir haben keine Kohle mehr, sehen wir hier. In Ordnung. So, dann schauen wir mal, was hier ist. So. Bestätigt. Wo hast du dich versteckt, Russe? Bestätigt. Ah, hier, schaut mal, was ist das denn? Ah, schaut da mal. Das war schon nicht schlecht. Hier ist noch was. Schaut mal. Ah, das ist der Bauhof. Was? Man kommt auch von hier oben rein. Okay, wie geil. Ja. Und damit haben wir eigentlich schon die Grundelemente erklärt. Also, gut, die Grafik ist jetzt natürlich nicht die beste. Aber es ist halt ein altes Spiel, ne? Ja, komm. Grenadier, ja, explodier, komm. Explodier doch! So, sehr schön. Okay, dann gibt es hier oben auch einen Eingang, das ist schon mal interessant. Dann weiß ich auch in etwa, wo die Basis ist. Gut, bevor die Zeit jetzt endlos durchläuft. Was? 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 Wo? Ey! Ach, der Dings, okay, der wollte durch die Basis fahren anscheinend. Ja, das war blöd. Ah, hier stehen die Soldaten hier, die stehen auch teilweise versteckt in den Bäumen. Also, so, direkt auf dem Bauhof, würde ich sagen. Ja, das ist die russische Basis hier. Die sollen wir vernichten. Beziehungsweise, wir sollen eigentlich ja nur einen Weg frei räumen. Aber, oh Gott, Grenadier, oh Gott. Mach den platt. Mach die Hunde platt. Die Hunde sind halt auch Anti-Infanterie-Einheiten, weil die können Infanterie-Einheiten mit einem Schlag auffressen. Und ja, genau, das wäre es eigentlich schon hier. Also einfach alles platt machen. Und dann hätten wir es gleich auch schon geschafft für die zweite Mission und für den ersten Part. So, zack. Wieso verliere ich hier laufend Einheiten? Oh mein Gott, der Sammler. Der Sammler, nein! Fahr jetzt nicht meine Einheiten platt, ey. Ich kopiere die mal als Gruppe 1. Ja, man kann die auch kopieren. Nein! Ah, gut. Geht bloß von den Fässern weg, ey. So, zack. Das Silo ist weg. Ja, das Beste bei dieser Mission ist einfach alles killen. Und ja. Genau so. Suche ich mal noch hier die restlichen Einheiten, die jetzt noch auf mich zukommen. Beziehungsweise angeschissen kommen hier. So. Und später gibt es dann auch noch Radar und Technikzentrum und solche Geschichten. Also, ein richtig geiles Spiel. Ich freue mich wirklich sehr drauf, dass ich das nochmal spielen kann. Ich habe wieder Verstärkung gekriegt. Das ist schon, ja. Ja, diese paar Manneken da, die machen die Bunker schon. Das ist alles gut. Und ja. Es gibt ja auch noch diese Raketeninfanterie, aber die brauche ich hier erstmal nicht. Weil hier läuft ja nichts anderes rum, außer Infanterie. Schaut euch das mal an, hier ist nur Infanterie. Ja, so. Dieser Shortcut hier mit der Einsatztaste. Und ja, Konvoi nähert sich. So, jetzt haben wir nämlich alle Einheiten gekillt. Ich zieh die mal zurück. Und da kommt der LKW-Konvoi. Ja, sehr schön. Bestätigt. Machen die denn da? Ja, gut. Genau den sollen wir nämlich beschützen. Und da wir jetzt alle gekillt haben, kam der halt früher, weil es macht halt keinen Sinn, da noch zu warten. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal den Konvoi an und hören die geile Mucke dabei. Also wirklich, die Musik ist wirklich sehr, sehr nice hier. Ja, muss man dann sagen. Und ja, genau, das wäre es auch schon für die zweite Mission gewesen. Weil wenn der gleich durch ist, haben wir es geschafft. So, ich habe alle Einheiten zurückgezogen. Das wird noch wichtig. Ihr werdet früher oder später sehen, warum ich das jetzt gerade erwähnt habe. Aber es wird noch wichtig. So. Tschüss. Da haben sie es geschafft. Erfolg. Yes, sehr schön. Das war's auch mit dieser Mission. Ja, die Cutscenes sind verdammt laut. Aber ich glaube, das macht ja nichts. Boah, ich dachte schon, das Spiel wäre abgestürzt wegen der weißen 5 oben. Boah, guck mal. Wieso habe ich 4 Gebäude verloren? Das stimmt nicht. Naja, keine Ahnung. Ja, würde ich sagen, 5 zu 47 ist schon nicht schlecht. 8 Nazi und 27% Effizienz nur. Naja, gut. Kann man nicht ändern. Okay, ja, und ihr seht, ne, die Russen marschieren weiter nach Deutschland vor.
Und wir müssen als nächstes nach, ja, Ostpolen. Da können wir uns aussuchen, jetzt ob wir Nord oder Süd machen. Der Unterschied hierbei ist einfach verschiedene Karten. Also wenn ich hier drauf klicke, ist eine andere Karte wie hier. Aber ich kenne die Nordkarte besser, deswegen klicke ich mal auf den Norden. So. Ah ja, hier kriegen wir zum Beispiel nur eine Textmessage. Landcom 16. HQ an. Gefechtskommandanten geht Sonne A9. Geheimdienst hat Daten über sowjetische Bewegungen abgefangen. Brücken in der Nähe von zentraler Bedeutung für Sowjets. Brücken schnellstmöglich zerstören. Tanja unterwegs als Verstärkung muss unbedingt überleben. Bestätigungscode 1612. Ach, diese Mission, ja, ich erinnere mich. Aber bevor das jetzt hier weitergeht, würde ich sagen, meine Freunde, das sehen wir im nächsten Part. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal so für den ersten Part, so für die Einführung von meinem neuen Let's Play-Projekt Command and Conquer Alarmstufe Rot. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für alle, die es zugeschaut haben. Denjenigen, denen es gefallen hat, lasst doch ein Like oder Abo da. Und ich freue mich auf euer Feedback, was dieses Let's Play-Projekt angeht. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Ciao, ciao.